Ja, na, Abend. Wieder mal zurück. Warum sind wir jetzt wieder am ATS? Ganz einfach, weil am Dienstag, das weiß ja nun ganz Community, am Dienstag der MAN, und zwar der ganz neue, ins Spiel gekommen ist. Und ich dachte mir, das ist was wert. Und habe kurzerhand den ganz kleinen Account, den ich habe, den wir ja zusammen hochfahren wollten, mit einem MAN gespickt. Das ist der, den ihr jetzt seht. Und ich dachte mir, wir machen damit eine kleine Tour und fahren so ein Level rein. Und dann sollte für heute eigentlich auch schon wieder gut sein. Und dann werde ich mal mit dem Flusi ein bisschen was machen. Dazu halten wir dann unterwegs mal an. Und ich erzähle euch ein bisschen was über Dings. Das ist wirklich interessant. Also nachdem ich mich. Jetzt habe ich was gemacht. Nachdem ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe, dann musste ich ja da ein bisschen nachrecherchieren. MAN, was ist das überhaupt für eine Firma? Man möge es mir verzeihen, aber war halt so. Und ich zeige euch den Jungen mal von außen. Ich habe bewusst den gewählt, weil aus dem einfachen Grunde wir ja beides machen müssen. Schwerlast sowie Normalfracht. Liegt momentan mehr auf Normalfracht als auf Schwerlast. Den baue ich dann hinterher um auf Normalfracht höchstwahrscheinlich, oder wir nehmen den als Schwerlast und kaufen den zweiten dazu als Normalfracht. Das ist immer ein Unterschied. Ich zeige euch das mal, wenn ich den habe. Wir stehen momentan hier in Hamburg unter der Euronet, und da ist Hamburg ein bisschen ausgebauter wie unter den Pro-Mods. Und ich dachte mir mal, das hier mit, und dann kann ich die Pro-Mods ja später auch immer noch mal mit reinnehmen. Und jetzt holen wir uns mal, gucken wir uns mal eine Fracht aus. Und da dachte ich mir, wir nehmen eine externe. Wenn ich überhaupt da kriege, die kriege ich nicht mal einen externen Auftrag. Gut, dann nehmen wir hier eine. Und zwar dachte ich mir, wir gehen, das wäre eigentlich was Graz, das wird noch lustig, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, aber ich glaube, den habe ich geändert. Also wir könnten den nehmen, wir probieren das mal. Also wir haben 43.000. Müsste machbar sein. Theoretisch müsste das schaffen. Also MAN ist bekannt dafür, dass die so, sagen wir mal, sozusagen Fahrzeuge für die Drecksarbeit sind. Also die sind speziell darauf ausgelegt, also so auf Normalfracht gehen die eigentlich gar nicht mal so. Also es ist kein Sonntagsauto. Die haben ganz schön Bums hinter, die wissen, was sie wollen. Und Die Zielführung wurde gestartet. das ist ein sehr, sehr schöner und wirklich ein exzellenter Laster, den MAN da gebaut hat und uns ETS uns zur Verfügung gestellt hat. Absolute Spitzenklasse im grafischen Bereich, gibt es nichts zu melden, gar nichts. Also wenn man sich das anguckt, der Löwe, der da im Moment steht, ist der berühmte MAN Lion. Der ist jetzt nicht drin, weil ich natürlich auf diesen Account die Kohle nicht habe, unbedingt, um da, beziehungsweise das Level noch nicht habe, um da eine Kamera reinzusetzen. Wenn eine Kamera siehst du praktisch die Front von dem Fahrzeug und kannst dann genau sehen, wie weit, ob du da irgendwelche Fahrer hast. Oder da gibt es noch andere Finessen, die Spiegel, die du links und rechts siehst. Das sind ja Kameras, die sind sogenannte, man nennt das Mirocams, wird es auch gern genannt. Das sind so kleine Okulare oben, die eben genau nachspielen können. Das ist immer von Firma zu Firma verschieden. Der eine macht das, unterteilt das in zwei Bereiche, wie Mercedes oder DAF. Die unterteilen das in zwei Bereiche: einmal ein normaler Spiegel, einmal ein Weitwinkel. Hier schaltet er sich normalerweise automatisch, habe ich erfahren, weil ich mir da mal so ein Tutorial unter YouTube, also in Real Tutorial, also Real Bericht über MAN, dieses Fahrzeug hier gezeigt habe, das sogenannte TGX. Und lange Rede, kurzer Sinn, düsen wir mit der Kiste mal los. Und dann schauen wir mal, was wir uns da ranholen können. Das sollten wir natürlich auch tun. Den kann ich hier beruhigt ausblenden. Also wie gesagt, Geld für Visa-Mittenten irgendwie haben wir noch Jetzt nicht. links abbiegen. Das müssen wir uns alles erst noch zurechte basteln. Vielleicht kriegen wir ja eine Tour über die Brücke, die große. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber ich glaube kaum. Links fahren.
Dann links abbiegen. Und ich bin schon wieder über 50. Ich bin Verkehrsraudi, bin ich. Jetzt links abbiegen. So, naja, was ist passiert in der Zwischenzeit? Nicht sehr viel. Viel Arbeit halt. Ich will da nicht rumjammern, aber das bleibt nicht aus. Und dann habe ich abends natürlich nicht mehr so nicht Lust, mich dann vom Rechner zu setzen oder so. Aber jetzt habe ich wieder frei und jetzt können wir wieder ein bisschen was machen. Wie gesagt, ich mache zwei. Ich mache einmal hier in ETS eine Tour, so dass wir uns da auf wenigstens 113 bringen, auf 13 bringen. Und nach 200 Metern links abbiegen. Und dann gehen wir am Flugsimulator und da, wie gesagt, die ATR. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. Ich habe vor, die vielleicht in Amerika zu testen, weil aus dem einfachen Grunde da ist hell. Und wir wollen ja ein bisschen was sehen. Ja, wenn ich hier anfange mit dem Ding. Rechts abbiegen, dann dunkel. Links abbiegen. Wo will der mit mir hin? Ach, ah ja, alles klar, ich weiß schon. Jetzt links abbiegen. Also in den großen Account habe ich hier meine Garage. Müsste ich eigentlich kennen. Die Kiste hat jetzt momentan 470 PS oder 480 PS, ich weiß es jetzt gar nicht mal. Kann ich nochmal sagen, hat ein 12-Gang-Getriebe, 4x2. Also sollte eigentlich genügen, um das, was wir jetzt abholen, diesen Schredder oder was auch immer das da ist, dahin zu bringen, wohin soll, nämlich nach Graz. Das sollte uns gelingen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, dann sind wir schon da. Unsere Fracht, wenn er uns dann lässt. 470 PS hat er. So, okay, also nach Graz. Auftrag an dem Jahr, jetzt meckert er wieder. Okay, passt schon, kriegen wir hin. So, also das die Zielführung wurde gestartet. Oder sowas. Direkt mal gucken. Weiß ich jetzt gar nicht mal, was das ist. F6. Eine Asphaltfräse. Naja, hoffe ich nochmal, dass man alles noch ganz. Und ja, die werden wir uns jetzt reinziehen hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das am dümmsten mache. Also wir haben eine wunderschöne Abendstimmung. Also, Profi im Andocken bin ich nicht. So, jetzt wird's lustig. Die Zielführung wurde gestartet. Schauen wir mal. Also, das ist das Riesending, was wir jetzt nach Graz bringen. Ich bin gespannt. Achso, erstmal. Die habe ich, glaube ich, gar nicht oben drauf. Müssen wir halt mal ohne fahren. Gibt's halt Ärger, was soll's. So, jetzt muss ich das hier ein bisschen mal sehen, dass ich das hier alles ein bisschen rausbuxiere. Wird sowieso noch spaßig mit diesem riesen Ding. Ist eigentlich schwer, das sollten eigentlich. Ja, obwohl. Leitfahrzeuge brauchen wir, glaube ich, kaum. Bin gespannt, ob ich einen Brenner damit hochkomme. Die Brenner fahren ja nach Graz, ich depp. Ja, ist egal. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Also bis jetzt klappt es recht gut. Also man merkt doch, dass er will. Also rechts ist, abbiegen, dann links fahren. Er ist eine ziemliche Kampfsau. Das muss ich ihn lassen. Also er macht ist das unheimlich viel Spaß. Er ist, jawohl, links fahren, dann links abbiegen. Am Bürgersteig mit, ist kein Problem. Jetzt links abbiegen. Meiner bescheidenen Meinung nach eines der schönsten Laster, die SCS bis jetzt hier reingebracht hat. Harren der Dinge, was da noch kommt. Also sie hat schon wieder Wünsche laut. Wann kommt der nächste Volvo? Wann kommt der nächste Scania? Wann kommt der nächste was weiß ich?
Nach 200 Metern rechts abbiegen. Ich meine, man sieht ja, wie lange wir jetzt auf den MAN gewartet haben. Jetzt rechts abbiegen. Auf den DRF gewartet haben, überraschenderweise mit dem Renault und so weiter und so fort, der uns ja alle mal ziemlich überrascht hat. Mich zumindest, weil der war mit einmal da. Ganz so wie der MAN, also ich hatte das gar nicht richtig verfolgt. Und hatte erst bei so Mod von dem Billingen hier drin hatte, dachte ich erst links fahren, dann links abbiegen. Dass das über den Mod kommt, aber nee, das war da schon tatsächlich schon der berühmte MAN, auf den jetzt alle gewartet haben. Jetzt links abbiegen. Und wenn ich nachher irgendwo halte. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Wir werden definitiv irgendwo halten, weil ich mir da noch Kaffee machen will. Jetzt rechts abfahren. Jetzt geht's da hinten runter. 60, bin froh, wenn ich 40 krieg. Und diese Fracht, die schiebt ganz schön hin. Hier unten bauen sie immer noch. Diesmal sehen wir Leute. Das ist das letzte Mal, haben wir hier kein Schäden sehen. Jetzt sehen wir Leute. Wieder hochrennt, das mit so ein bisschen Zeug. Der ackert, das ist, muss ich ihm lassen. Also wirklich traumhaft schön, wie SCS das umgesetzt hat. Das ist wirklich super. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Beim DAF damals konnte man noch ein bisschen schimpfen, weil da die Proportion von jetzt rechts abfahren von den GPS nicht ganz gepasst hat. Und so weiter und so fort, da gab es so ein paar Sachen, aber das hat sich dann über die Zeit, hat sich das dann über Mods alles dann hingebogen und dann haben sie es jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Und das ist auch jetzt mittlerweile wirklich ein sehr, sehr schöner Laster, den ich sehr, sehr gerne fahre, der halt sehr viel Spaß macht. Und ja, erzählt. Also eigentlich machen sie alle Spaß. Das Einzige, was mich beim Renault stört, ist der Sound. Also der ist ohrenbetäubend. Der ist einfach, der sehe ich dir das Ohr, wenn du noch Kopfhörer auf hast. Also ich mag den Sound überhaupt nicht. Der verpasst mir wirklich. Also beim Renault jetzt, bei dem Renault T. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Da sollte man sich den Sound noch mal ein bisschen näher angucken. Ansonsten ist der Renault T ein wunderschönes Fahrzeug. Ist auch aufgewertet worden über dieses Tool, wo man dann halt ein bisschen tunen kann. Das wäre nicht schlecht für MAN. Das wäre eine schöne Sache. Das wäre der nächste Kandidat, meiner Bescheidung nach, wo man so ein Tool rausbringt. Weil, wie gesagt, ich sag's nochmal, es macht den unglaublichen Spaß. Und obwohl mir MAN vorher überhaupt nicht gefallen hat. Also das war überhaupt mein Ding. Der war mit nichts richtig kompatibel. Den konnte ich nicht ausbauen, wie ich das wollte. Das war alles nicht so das Wahre. Da gab es bestimmt Mods noch für und so weiter und so fort, die ich mir nicht reingeholt habe. Aber das wollte ich eben alles nicht. Ich wollte das alles spielen, dann über den Workshop haben. Und da musste ich halt damit leben, mit dem, was da war. Da habe ich mich mit MAN nicht wirklich sehr viel befasst. Aber jetzt hier mit dem, das macht Spaß. Das ist ein wunderschönes Cockpit. Exzellente Grafik. Gibt es gar nicht dran zu meckern. Überhaupt nicht an dem Bahn. An dem Ding zu meckern. Da gibt es dann drei Varianten. Ich habe mal auf der Webseite von MAN nachgeguckt. Auch die gibt es tatsächlich. Es gibt tatsächlich drei Varianten davon. Und unter dem einen diesen Individual S. Das ist der, wo ich den hier hinbauen will. Und dieser Individual S ist dann so dieser wenn ich das richtig verstanden habe, diese Reisemaschine, mit dem man größere Strecken dann fährt. Also wirklich toll. Ja. Was machen wir auf Flugsimulator? Flugsimulator habe ich vor,
mit der ATR, mit der neuen, mich da reinzufuchsen. Da gefällt mir allerdings der Sound sehr gut. Auch das ist eine wunderschöne Maschine. Aber man muss sich eben erstmal rantasten an die ganze Sache. Da sind andere schon wesentlich weiter, keine Frage. Aber ich mache das immer so ein bisschen Learning by Doing, weil es ist ein bisschen knackiger. Und na, jetzt komm, überhol, dass ich da rein kann. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Was macht er denn da jetzt? Er sieht doch, dass ich rüber will. Das gibt's ja gar nicht. Selbst schuld. So, und da werden wir so eine kleine Flug nach Genua oder sowas mal sehen. Genua nicht Genève oder so machen. Von München aus. Oder wie gesagt, eben, ich habe es vor, in Amerika zu machen, dass wir da so einen kurzen Flug, was ich von Boston nach New York oder sowas in den Dreh machen. Und da lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich entscheide es immer ziemlich spontan, wo ich ihn düse. Tja. Wie gesagt, jetzt geht's nach Graz in die Schweiz. Einigermaßen vollgetankt sind wir. Kommt 2147 Kilometer damit. Glaube ich den zwar nicht, aber gut. Es ist ja wie gesagt immer noch spielerische Freiheit. Ne? Und so viel brauchen wir auch nicht bis Graz. Also das ist nicht unbedingt gerade der Burner. Es wird nur lustig, naja, wenn wir bergauf müssen. Da werde ich wohl etliches. Genau sowas habe ich mir gedacht. Genau sowas habe ich mir gedacht. Dass die sich wieder prügeln hier vorne. Also ich könnte jetzt da, Allertal, könnte ich jetzt schon Halt machen. Wollen wir das? Nee, wollen wir nicht. Dann nehmen wir den nächsten. Überleg mal, 470 PS ist ja für ein Laster eigentlich nichts. Wer sich wirklich mit Laster auskennt, der kann ich jetzt ein bisschen drehen. Und da drüben wäre McDonald's gewesen, na, ist egal. Und könnte ich jetzt missreden, aber ich glaube 470 PS, so eine Maschine zu ziehen, das ist schon mal nicht ohne. Also wie gesagt, das ist ein Kampftier, das ist war aber allgemein schon dafür bekannt. Was ich nicht wusste, ist, dass der mittlerweile in der VW-Gruppe mit drin ist. Also das ist irgendwie MAN, also Maschinenbau, irgendwie Maschinenbau oder so Maschinen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, Maschinenbau, Augsburg, Nürnberg, das weiß ich jetzt nicht so ganz, Metall, irgendwas. Teil. Jetzt was gibt es schon seit 1700 Passant in die Firma. War so eine Art Bergbaubetrieb, der Erze aus dem Boden geholt hat. Möchte ich gesagt, oh, da gucke ich nachher mal, wenn wir stehen, gucke ich nochmal richtig nach, lese mir das nochmal richtig durch. Wenn ich euch was Verkehrtes sage. Es ist wirklich eine interessante Geschichte, der Mann. Also, das ist schon. Also, hätten die jetzt nicht so ein geiles Teil hier reingestellt, hätte ich mich da nie mit beschäftigt. Aber wenn mir da irgendwas gefällt, dann sitze ich da doch hinter. Ich habe da jetzt gerade erst mal angefangen, das nachzurecherchieren, habe da beim Kaffee trinken, habe ich da schon mal ein bisschen nachrecherchiert und habe geguckt, was an dem Fahrzeug eigentlich dran ist. Und das ist wirklich also beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Weil Belaster ist immer beeindruckend, egal ob das Volvo ist, ob das Scania ist, ob das DAF ist, egal welche Firma, die sind alle beeindruckend. Aber die hat schon so ihren Lebensweg durch. Also das ist schon. Ja, das ist schon heftig. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Jetzt plattert es auch noch über die ganze Fräse nass. Jetzt haben wir das. Also wie gesagt, es passt wirklich alles an dem Ding. Der Sound passt. Passt wirklich alles. Ich will mal bei dem Video was versuchen. Mal sehen, ob ich Ärger krieg. Du liebst günstig? Du kriegst günstig. Wir machen jetzt mal bei Kaufland. Tolle.
machen die mal ein bisschen leiser. Das ist praktisch das Auto, das ist sozusagen das Autoradio. Wir lassen mal ganz leise mal im Hintergrund mitlaufen. Doch eigentlich nichts dran haben, aber ein bisschen Musik. Bin mal gespannt, ob er das mitzeichnet. Ja, naja. Das habe ich mir gedacht. Ich zeichne auf und es regnet. Ich schiebe ganz schön von hinten. Das merkst du aber. Das merkst du schon erstmal immens. Die merkst du im Lenkrad, die Fracht. Die merkst du beim Fahren. Ja. Bin mal gespannt, wie es ankommt. Aber eigentlich dürfen sie da nicht machen, das ist ja Radio. Eigentlich dürfte das passieren, weil Radio kannst du auch draußen hören. Und nehmen wir mal so ein Gartenbesitzer, der hört ja auch ein bisschen lauter Musik. Also das wäre ja eigentlich auch eine Außendemonstration. Puh, dürfte eigentlich nichts passieren. Ich habe es ja ganz leise zu laufen, ich quatsch drüber. Also man kann nichts mitschneiden oder sonstiges. Also eigentlich dürfte es dagegen haben. Aber so ein bisschen noch Musik beim Fahren, das ist aber nicht schlecht. Normal hört sich das ein bisschen lauter, aber ich mache es jetzt mal aus dem Grund ein bisschen leiser. Schauen wir mal. Mit 53 Berg hoch. Na ja, okay. So, hier können wir jetzt mal halten, dann können wir einen Kaffee machen. Und dann können wir mal gucken. Gucken wir uns unseren Auftrag nochmal richtig an. So, die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Bin ich gespannt, ob ich da überall mit durchkomme. Weil eigentlich darf man an so kleinen Rasthöfen ja nicht halten. Mit so einem Riesending. Also wie gesagt, ich habe das auch nur so mitgeschnitten. Aber soweit ich das weiß, ist das eigentlich nicht erlaubt, weil die zu groß sind. Eieiei, das war der Kante. Schön für die Reifen. So, jetzt wollen wir mal draußen kurz gucken. Oder einigermaßen. Ja, ein Stück zurück können wir noch. So. Hier die Rundumleuchte ausmachen. So. Gut, dann mache ich mir jetzt mal einen Kaffee. Genau, das mache ich jetzt. Da wäre er.
So, da bin ich wieder. Also ich hoffe, die Kaffeemaschine nicht allzu störend. Aber die ist gleich fertig, ist gleich durch. Also da haben wir diese Fräse. Die Asphaltfräse, ein Mordsvieh. Ja, ich hoffe bloß, dass die Konfiguration meines Lasters passt. Dass ich mich hier nicht ganz so lächerlich mache. Aber ich denke mal, das wird schon passen. So, und dann gucken wir mal in der Zwischenzeit, wo wir jetzt fertig sind. Gucken wir noch gleich mal. Mein Kaffeemaschine macht gerade die zweite Klasse. Gucken wir noch mal nach. Und zwar, also die Wurzeln des MAN-Konzerts liegen einerseits im Ruhrgebiet und andererseits in Süddeutschland. Als ältestes Vorläuferunternehmen gilt die 1758 gegründete Eisenhütte St. Antonio in Oberhausen. Husefack ist Oberhausen, das ist egal. Die zugleich den Ursprung der Montanindustrie, also ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, was das ist, Montanindustrie, also da geht es hauptsächlich um Bergbau und so Krempel, und das wird dann so zusammengefasst und so ein Scheiß, im Ruhrgebiet markiert. Im Jahr 1808 wurde sie mit zwei benachbarten Eisenhütten zur Hüttengewerkschaft Jacobi. Aha! Haniel und, wie heißt er, Hüsen, ich hoffe, ich sage es richtig, zusammengeschlossen. Aus der 1873 widerrufen, was wiederum die Gute Hoffnung Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb in Stärkrade, okay, GHH hervorging. Okay. Unabhängig davon gründete Ludwig Sander 1790 bis 1877 zusammen mit, ich denke mal, das ist ein Franzose, oder? Also mit einem Dollfuß, also mit Jean Caspard Dollfuß, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Also der Kerl hat von 1812 bis 1889 gelebt, das interessiert natürlich jeden jetzt. 1840 in Augsburg, die erste Vorläuferunternehmen von MAN in Süddeutschland. Die Sandersche Maschinenfabrik, also sag ich doch, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Einen Kaffee mal holen. Wo waren wir stehen geblieben? In Augsburg. Die erste Vorläuferunternehmen von MAN in Süddeutschland. Die Sandersche Maschinenfabrik. Aus ihr wurde die C. Reichenbachsche Maschinenfabrik. Oh mein Gott. Benannt nach dem Druckmaschinenpionier Karl August Reichenbach. Okay. Also, da muss ich auch mal nachrecherchieren, das ist wirklich interessant. Und später die Maschinenfabrik Augsburg 1898 fusionierten sie mit der 1841 in Nürnberg gegründeten Eisengießerei und Maschinenfabrik Klett und Komp ab 1873 Maschinenbau Aktiengesellschaft Nürnberg zur Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG und 1908 schließlich zu M.A.N. So, dann geht das Ganze hier nämlich noch eine ganze Kiste weiter. Also 1882 bis 1883, also 1882, 83, wahrscheinlich wechseln wir damit, geriet die Gute Hoffnungshütte in eine schwere Unternehmenskrise. Das Unternehmen litt unter den Spätfolgen der zweiten Ölkrise, aha, und einer schlechten Konjunktur. Ja, das war nicht unbedingt gerade der Burner. Was sich vor allem im dramatischen Rückgang der Absatzzahlen bei den Nutzfahrzeugen zeigte. Hauptursache des Problems war neben äußeren Faktoren die veraltete Konzernstruktur mit einem großen Maß an Quersubventionierungen. Okay, unter den Geschäftsbereichen, oder oh, Quersubventionierungen, muss ich mal gucken, unter den Geschäftsbereichen. Zu dieser Zeit legte der damalige GHH-Chef Manfred Lennings ein Sanierungskonzept vor, das eine vollständige Verschmelzung der Tochter in den Mutterkonzern vorsah. Dieses Konzept stieß jedoch bei den GHH-Hauptmitarbeitern
Anteilseignern, Allianz AG, na die wieder, das war klar, und Commerzbank, das war auf massiven Widerstand in der Presse, wurde dann, also, Entschuldigung, massiven Widerstand, Punkt, Entschuldigung, in der Presse wurde seinerseits über die bayerische Verschwörung, oh, immer wir, gegen die Oberhausen-Konzeptspitze spekuliert. 1986 bekam der Konzert unter Klaus Götter, Götte, Klaus Götte eine neue Struktur und wurde einem Vertragskonzern mit wirtschaftlichen eigenständigen Bereichen an verschiedenen Standorten. Okay. Also es geht noch eine ganze Kiste weiter, da können wir uns den nächsten Absatz mal für die nächste Pause aufheben. Obwohl hier ist nur der eine Absatz. Im Geschäftsjahr 1985, 86 fand die grundlegende Unternehmensstruktur des MAN-Konzerns statt. Auf der obersten Ebene verschmolzen die Maschinenfabriken Augsburg-Nürnberg, aha, darum liegen die auch so nah beieinander, ist egal, Aktiengesellschaft und die gute Hoffnungsnütze Aktienverein, Aktiengesellschaft zu, mein Gott, so viel Aktien, zu MAN, Aktiengesellschaft. Der Firmensitz wurde daraufhin von Oberhausen nach München verlegt, weil die haben die ganze Firma, ist egal, und verlegt. Auf Ebene der Tochtergesellschaft wurde der Unternehmensbereich Nutzfahrzeuge, vormals UBN, das heißt jetzt wieder UBN, immer mit der Abkürzung, ausgegliedert und in einen reichlichen selbstständigen Gesellschaft überführt. Reichlich selbstständige Gesellschaft, genau, überführt. Zuerst als MAN Nutzfahrzeuge GmbH am 6. Dezember 1985, schon gar nicht lange her, die damit auch die Nachfolge der als MAN Nutzfahrzeuge GmbH, jetzt war ich wo ganz woanders, Nachfolge der Büssing AG, Büssing Automobilwerke GmbH übernahm und später durch Eintrag ins Handelsregister am 15. März 1989 damals als AG fermentierte, okay, haben eine Firma draus gemacht. In ähnlicher Weise durchlief auch die anderen Unternehmensbereiche von MAN wie neue Technologien, BMW, Diesel und B&W Diesel und gute Hoffnungshütte, diese Wege zur eigenen Unternehmensgesellschaft. Na gut, also jetzt bin ich ein bisschen Keks gegangen. Damit wissen wir so ungefähr, was da ist. Also da geht noch mehr. Aber wie gesagt, das heben wir uns mal ein bisschen auf. Ja, wird interessant, also dem nachzugehen. Das können wir mal machen, wenn das so läuft. Also mal sehen, wenn ja, will die ATR mal ein bisschen spekulieren, mal ein bisschen nachlesen. Das ist interessant. So, jetzt wollen wir mal wieder weiter, sonst kommen wir heute gar nicht mehr in Graz an. Aufgehört zu regnen hat es auch. Was wollen wir noch? So, dann mal gucken, wie sieht's denn aus? Und weiter geht's. Ja, also das ist natürlich schon erstmal. Man nimmt das immer bloß so mit, ne, MAN, aber so wirklich so über die Geschichte von diesen Firmen, da sind wir ja ziemlich gut drauf, gut drauf gewesen, also im Werdegang der Firmen in Deutschland waren wir ja doch ganz schön, also was da gegründet wurde und wegbrach, das ist, passt auf keine Uhr, das habe ich vergessen zu blinken, ja, ist Geschichte. So, und jetzt kommen wir weiter hier. So, jetzt mit dem Kopf wieder bei der Arbeit. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Also da sind ja etliche Firmen aufgekommen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hat sich ja einiges an Stahlhütten und Kohlebergbau, was Ruhrgebiet betraf und so weiter und so fort, haben sich ja da gegründet und sind wieder flöten gegangen und was auch immer alles. Die Einzigen, die es wirklich überlebt haben, war Krupp und Thyssen. Also es ist, da ist so ein, ist schon spekulativ. Also es ist schon, oder Bergmann-Borsig war ja auch mit dabei. Rechts fahren, dann ja. Rechts abfahren. Also, jetzt rechts abfahren. Wenn man da mal so mal zurückdenkt und überlegt, wie sich die Firmen hier gegründet haben, das könnte man eigentlich mal machen, dass man da mal ein bisschen tiefer reinguckt, wenn ich mich da besser drauf vorbereite. Jetzt habe ich ja einfach bloß vom
Computer eben aus Wikipedia mal das rausgelesen. Aber das ist wirklich interessante Geschichten, die sich da entwickelt haben. Wie oft die fusioniert haben. Und die sind ja jetzt, glaube irgendwas 2021 oder so, sind die ja wieder von der Landkarte verschwunden und sind dann übergangen in so eine andere Gruppe. Also das ist schon, wie die gewandert sind, ist schon bitter. Also wenn ich mir meinen Arbeitgeber sehe, wie auf der gewandert ist, das ist ja... Mein lieber Landsverein, also. Ja, aber die stehen immer noch. Also was soll's. Das ist ja die einzige die Firma, die es wohl noch gibt, die wirklich, ich glaube Siemens. Das sind, glaube ich, die einzigen, die wirklich Siemens geblieben sind. Obwohl die auch mit Siemens nichts drauf war oder auch irgendwas. Ja, also das ist wirklich interessant. Werden wir mal öfters mal ein bisschen in die Geschichte mal reingucken. Ja. Jetzt hoffe ich bloß, dass der uns hier noch sauber hinbringt. Weil mit der Geschwindigkeit, in der wir hier fahren, da kann ich ja nicht mehr laufen, Mensch. So. Jetzt haben wir schon 100. Ja, warum nicht? 100 mit dem Truck. Oh, 80 ist erlaubt. 5 bis 20 drüber. Oh, dann guck mal an. Der geht ja so runter bis auf 60. Auch nicht schlecht. Kommt der nächste Rasso schon wieder. Ja, so eins zu den Spiegeln an der Seite. Also im Original, also in der realen Welt, ändert der sich wohl. Wenn er unter 50 ist, wird er wohl zum Weitwinkel. Und wenn er über 50 ist, wird er wohl zum normalen Spiegel. Das ist auch interessant. Ja, dass da ein Lastkraftwagenfahrer schluckt, der neue Pferd ist. 100 mit dem Truck, nur warum nicht? Das soll er erstmal bringen. Ich hoffe, es stört die Musik nicht so ganz im Hintergrund, aber ich dachte, ein bisschen Untermalung ist doch angenehmer. Ja, die Handschützencamp. Aber schon cool, macht schon Spaß. Heute macht das Bauer Schule. Ich würde eher sagen, es ist ja, aber gut. Ist auch so eine neue Sache, die sie hier reingebracht haben. Also, dass er da für Werbung benutzen kann, was ich auch richtig gut finde. Weil die sollen das ja auch irgendwie finanzieren können. Warum sollte man da nicht wirklich was lesen von McDonald's oder so? Oder die sich halt hauptsächlich um Spiele bemühen, weil das sind ja hauptsächlich Gamer hier in dem Spiel. Und warum sollten die da nicht auch mal für ein, was weiß ich, für irgendein anderes Spiel mal Werbung machen oder so drin? Also man ist ja nicht 24/7 hier drin. Ja. Also fände ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Das habe ich mir gedacht. Jetzt fahren wir an. Ich komme hier vor wie ein Loser hier.
Und jetzt geht's wieder rauf auf 100. Das war der Kreditrahmen. Ja, 8000 los. Oh Gott, jetzt geht's berg hoch. Ich bin gespannt, wie ich das schaffe. Ja, wenn nicht, Differential haben wir auch noch. Also was ihr im Hintergrund hört, ist Radio Dresden. Ja, Dresden. Den ich hier eigentlich immer höre. Und die machen so jetzt um die Zeit, freitags machen die da mal so ein Programm. Das ist recht schön. Und das will ich mal rechts erfahren. Fahren, dann rechts abfahren. So ganz smooth hier durch die Gegend düsen und dann ein bisschen Musik hören. Jetzt rechts abfahren. Jetzt rechts abbiegen. Das war knappig. Oh, wir müssen bald tanken, sehe ich gerade. Das kann ja lustig werden. Eieiei, da bin ich mal gespannt. Ja, durch die Last verbraucht er natürlich mehr, ne?
Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Genau in dem Moment schickt der mir natürlich hier die Typen rein. Und die machen natürlich wunderschön hier einen auf. Wir haben Zeit. Also Lückenspringen ist mit der Fracht nicht unbedingt. Aber es ist interessant. Also spannend. Niedriger Tankverstand. Jetzt glaube ich bloß, dass ich irgendwo noch eine Tankstelle finde. Das können wir noch jemanden holen. Diesmal halte ich nicht an wegen euch. Ganz vergessen. Das nennt man Nötigung, was ich jetzt gemacht habe. Ach, das haben sie blöd gelöst. Das haben sie echt blöd gelöst jetzt. Den Tankstelle, aber schauen wir uns bis dahin noch. Ohne Fachchinesisch und Medizinerlatein. Medizin to go. Der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Kurz, verständlich und einfach zu mitnehmen. Das aktuelle Podcast-Thema von Medizin to go hörst du gleich. Medizin to go. Der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Jetzt mit dem Thema. Ich wette mir, selbst die KI flucht jetzt. Beschwerdefrei. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Es ist 10 vor 9. Jetzt alles Wichtige aus Dresden, ja, ich weiß Bescheid. Deutschland und der Welt. Sie sollten eine Tankstelle aufsuchen. 10 Minuten früher. Bin der Meinung, ich hätte da vorne eine gesehen. Schauen wir mal. Mit Sigrun Ortstedt. Fridays for Future hat am Nachmittag vor der Staatskanzlei für den Kohleausstieg im Osten demonstriert. Die Bewegung sieht vor allem Ministerpräsident Michael Kretschmer in der Verantwortung. Er müsse die Sorgen der Menschen endlich ernst nehmen. Da ist eine Tankstelle, jetzt muss ich aber hier runter. Es gehe um das werde ich müssen. Beschäftigte in der Kohlebranche, ja, aber ich komme mal pünktlich, dann bin ich mal gespannt. So Fridays for Future. Ach, das ist der Autohof. Ja, dann kommen wir da noch mal eine Pause einlegen, auch kein Problem. Und kritisieren, dass der Ministerpräsident der Bevölkerung eine Zukunft mit der Kohle vorgaukelt. Wegen schwerer Brandstiftung muss ich die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die deutsche. Nach 200 Metern links abbiegen. Wir werden den Eumel nachher wieder hier hoch. Das wird Spaß. Feuer gelegt haben. Erst brannte eine Kiste. Jetzt links abbiegen. Polstermöbel, ein Bettlaken und zuletzt auch ein Kinderwagen. Die Frau ist bereits vorbestraft und stand unter Bewährung. Zu den Tatvorwürfen hat sie sich noch nicht geäußert. Nachdem in Meißen Anfang der Woche ein irakisches Mädchen attackiert worden ist, hat die Polizei eine Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um eine 42-jährige Deutsche. Die Frau steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag die 14-Jährige auf der Wettinstraße unvermittelt angegriffen zu haben. Den Ermittlungen zufolge riss sie der jungen Irakerin das Kopftuch herunter, schlug auf die Jugendliche ein, beleidigte sie mit rassistischen Parolen. Die Frau muss sich nun wegen... Nach 200 Metern rechts abbiegen. Und jetzt... Weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Ich bin Ina Dreyer. Jetzt rechts abbiegen. US-Präsident Biden hat der Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfjets vom... So haben wir zur Tankgewinn noch geschafft. Das teilte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Rande des G7-Gipfels in Japan mit. Die Ukrainer bitten schon seit langem um Kampfjets westlicher Bauart. Die Ausbildung soll demnach außerhalb der Ukraine, aber in Europa stattfinden. Die Hoffnung sei, dass das mehrmonatige Training schon in den kommenden Wochen beginnen könne. Eine Entscheidung darüber, wer genau so, dann wann... So, Nachrichten machen wir mal aus. So, und dann machen wir mal tanken.
Das wird jetzt teuer. Ja, es geht 933. Dann fahren wir auch, würde ich sagen, gleich weiter. Jetzt links abbiegen. Ja, Telefonzellen sind auch da, ist kein Problem. So, und jetzt mit der Kiste da hoch. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ich glaube, da machen wir lieber ein 16er Getriebe rein. Was man hier alles für Kohle tut. Naja, quält sich ganz schön, aber zieht's durch. Vielleicht schauen wir diesmal die 80. Also aus eigener Kraft, nicht mehr hier ab. Da kommt noch 4 Kilometer pro Stunde, 3 Kilometer pro Stunde, 2 Kilometer pro Stunde und die 80 pur. Gehen wir wieder runter mit der Geschwindigkeit.
Bis jetzt kommt er klar. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Ja, das war ja wieder klar. Jetzt rechts abfahren. Achtunddreißigtausend, ja, sowas. Jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Richtung Linz. Guck mal, wie er hier hochdoktert. Das schafft er komischerweise. Also irgendwo machen wir da weiter fahren. Nee. Also mal so seine Stellen, die er. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Bleib ja auf deiner Seite. Sagst du, ich habe keinen Bock jetzt hier rumzubremsen. Das sind noch 413 Kilometer. Das reise ich nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde reise ich das runter. Jetzt fahre ich schon eine Stunde so. Aber spannend. Das habe ich mir gedacht, dass das kommt. Irgendwie mögen die mich nicht. Die wollen mich nur ärgern. Gut, dass ich diese Pausengeschichte da rausgenommen habe, sonst hätten wir ja x-mal anhalten müssen.
jetzt mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit, das passt doch. Ja, jetzt rollt er. Ja, 85 Grad. Wassertemperatur. Schauen wir mal. Also 621 Kilometer soll man angeblich noch kommen. Die Animation und so, das ist schon schön gemacht. Also kann man wirklich nicht meckern. Das ist heftig. Und das für lau, für nichts. Also da kann sich keiner beschweren. Das ist heftig. Auch wie gesagt, ich habe dieses neue Update da und so weiter und so fort. Da passt alles wie die Faust aufs Auge. Das ist wirklich super. Auch mit dem neuen Pro-Mods und so, das habe ich mir schon angeguckt. Also das passt alles harmoniert zusammen. Und die haben EuropeNet scheint es auch recht gut zu laufen. Also schauen wir mal. Aber er schluckt Benzin, das ist der Hammer.
Zollamt. Ne, kriegen wir gleich Ärger. Ich kann schnell mal vorbei. Tunnel. Okay, jetzt geht's. Irgendwie verschluckt er sich mal im Schalten, aber... Alter, muss ich, fällt mir gerade auf, muss ich noch die Real Companies noch mit installieren. Werden wir nachher mal machen. Tja, 177, haben wir uns nicht verfahren, das fehlt mir noch. Ja, komm, da guckst du, hä? Und schumm dran vorbei. Ich glaube, die Kohle, die wir kriegen, gehen wir gleich für die Reparatur aus. Wahnsinn. Der quält sich. Thank you.
eigentlich nicht gedacht, dass er das schafft. Ich hätte gedacht, wir müssen abbrechen. Jetzt haben wir wieder mal so einen Typen hier, der uns der Meinung ist, er könnte uns hier Schwierigkeiten machen. Und Österreich. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen zu einem passenden Zeitpunkt. Bis jetzt sieht es ja gut aus. Ich hätte schlimmer gerechnet hier auf dem Renner hoch. Also das ist Respekt. Das ist jetzt mit dem DAF, glaube ich, nicht hingekriegt. Aber da will ich jetzt nicht zu weit greifen, weil wie gesagt, das ist alles nur eine Vermutung. Hast du mir noch vor der Nase rum hier? Nur noch 57 Kilometer. Dann sind wir da. Und wir haben noch 10 Stunden Restzeit. Also wir können uns Zeit lassen.
Rechts fahren, dann rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Rechts fahren, dann rechts abbiegen. Bremsen sind super. Jetzt rechts abbiegen. Fliegerschaden. Und das war klar, dass das kam. Ja, das ist irgendwie, bauen sie hier auf Flieger. Weil normalerweise müssten die sich seitlich mitbewegen. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Wir sind da, Gott sei Dank. Ja, knapp 40.000 mehr. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, aber wir machen da jetzt kein Bromborium drum. Und parken die Kiste noch ein oder so. Fast ein halbes Level. Also eine werden wir noch machen müssen, eine Tour. Was hat denn der hier anzubieten? Vielleicht zurück irgendwie. Leipzig, Budapest. Nehmen wir den Leipziger hier. Ja. Wir können ja mal Folgendes machen. Wir beamen uns einfach zur nächsten Werkstatt. Das geht schneller. So, wir müssen sowieso reparieren. Guck mal, was er wolle. Weil, oh. Aber der Motor hat die Reifen mal ein bisschen gelitten, das ist auch alles. Also das ist machbar. Haben wir irgendwie. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee. Wie sieht es mit dem Getriebe aus? 12-Gang ohne Retarder. Haben wir den hier. Gut, dann suchen wir uns mal ein neues Dings aus. Muss ja was anderes da sein. Ja, sag ich doch. Nach Dresden könnten wir, nach Leipzig.
nach München. Oder wir machen Folgendes. Ich breche hier ab. Mache eine neue Aufnahme. Ich teile die. Es ist mir lieber. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns demnächst. Ciao, ciao.